Knapp 4 Monate vor der Europawahl haben die Parteien heute zum politischen Aschermittwoch eingeladen. Die größte Kundgebung findet bei der CSU in Passau statt. Da hat Parteichef Söder zum Rundumschlag gegen die Ampelregierung ausgeholt und da vor allem gegen die Grünen. Wir hören mal in eine Passage seiner Rede rein. Und ich sage es auch nach Deutschland und für Deutschland. Wir als CSU, wir wollen keine Grünen in der nächsten Bundesregierung, liebe Freunde und Freunde. Kein Schwarz-Grün. Grün ist out. Schluss mit den Oberlehrer und Oberlehrerinnen. Schluss mit den Besserwisser und Besserwisserinnen. Die Grünen sind nicht regierungsfähig, weder in Bayern noch Berlin. Und deswegen, wir wollen keine Verlängerung. Es kann doch keiner im Ernst wollen, dass die Grünen nach dieser miesen Leistung jetzt dann in der nächsten Bundesregierung sind. Ich finde, Habeck, Baerbock und Frau Lang brauchen endlich eine Auszeit, liebe Freundinnen und Freunde, und keine Regierungsbank, auf der sie sitzen. Das war deutlich und ging gegen die Grünen. Darüber sprechen wir auch noch mal mit Achim Wendler in Passau. Ja, wie zünftig oder deutlich teilt CSU-Chef Söder da gerade noch weiter aus? Er teilt sehr deutlich aus. Die ganze Rede, jetzt dauert sie gut 50 Minuten, geht so langsam dem Ende entgegen. Die ganze Rede von Markus Söder steht unter der Überschrift, die Ampel muss weg. Ich zitiere wörtlich. Da war das zu hören, was Sie gerade zugespielt haben. Es gab ein paar weitere Sätze, die hier tosenden Applaus ausgelöst haben. Zum Beispiel, wo Grün regiert, da sei der Abstieg programmiert. Er hat die Ampel auch als Kiffer-Connection bezeichnet. Stichwort Freigabe Cannabis, die er auf keinen Fall mitmachen wolle und werde. Das waren so einige Schüsse und Ansagen gegen die Ampel, die für die von den CSUlern erwartete Stimmung hier gesorgt haben. Also die Stimmung ist gut. Größter Stammtisch der Welt, das ist ja der Anspruch bei der CSU beim politischen Aschermittwoch. Und mit der Abgrenzung und den Attacken auf die Ampel hat Markus Söder das eingelöst gegen seinen Koalitionspartner, mit dem er sich gerieben hat in den letzten Wochen, seit der Landtagswahl im vergangenen Herbst und der bei der bevorstehenden Europawahl im Juni eigentlich der größte Konkurrent der CSU ist. Gegen seinen Koalitionspartner, die Freien Wähler, hat Markus Söder deutlich zurückhaltender ausgeteilt. Ja, wir haben es schon angesprochen, größter Stammtisch der Welt. Also wie sicher war Söder denn da der Applaus bei so einem Heimspiel? Sicher ist der Applaus in einem gewissen Maße immer. Das würde sich die CSU-Anhänger nicht erlauben, sich hier die Blöße zu geben und einen Parteivorsitzenden auszubuhen, wobei hier auch schon CSU-Politiker, sagen wir mal, ausgebuht worden sind. Andreas Scheuer, der frühere Bundesverkehrsminister, der wesentlich verantwortlich ist für die Pkw-Maut, der war bis vor kurzem hier noch Bezirksvorsitzender im Niederbayern, Bezirksvorsitzender der CSU. Und der ist bei einem politischen Aschermittwoch nach dem Mautdebakel mal ausgebuht worden von den Leuten hier. Aber das war bei Markus Söder heute nicht der Fall. Er hat seine Aufgabe, und er selber hat das mal die größte Aufgabe für einen CSU-Vorsitzenden genannt, die größte Aufgabe des Jahres, hier aufzutreten und für Stimmung zu sorgen. Das hat er diesmal gut eingelöst. Der Beifall ist häufig, der Beifall ist intensiv in der Rede, die, wie gesagt, bis ja so 55 Minuten knapp dauert. Stichwort für Stimmung sorgen. Vor der Halle gab es Proteste von Landwirten gegen den Kurs der Ampelpolitik. Wie weit ist Söder darauf eingegangen? Sind hier alle drauf eingegangen, die gesprochen haben? Der Generalsekretär, dann auch der jetzige Bezirksvorsitzende der CSU hier in Niederbayern, Christian Bernreiter, der ja auch Verkehrsminister ist, und auch Markus Söder. Die CSU geht sehr stark auf die Bauern zu in letzter Zeit, hat eindeutig gefordert, die Steuervergünstigungen komplett beizubehalten, die die Ampel jetzt in Teilen nach wie vor abschaffen will. Klare Ansage also, und deutlichen Beifall gab es für die Forderung von Markus Söder. Man müsse den Bauern endlich den Respekt erweisen, den sie verdienten, weil sie für die Versorgung Deutschlands zuständig seien und die auch erfüllten. Also die CSU geht sehr deutlich zu auf die Bauern, hat in der Vergangenheit auch schon Probleme mit den Bauern gehabt, hat Konkurrenz woanders gehabt. Die Politik der Ampel versucht sie, um sich selbst wieder an der Seite der Bauern zu profilieren. Jetzt treten ja heute auch noch die Vertreter von anderen Parteien auf, auch der kritisierten Ampel. Was ist da zu erwarten?
deutlich kleinere Veranstaltungen, was hier bei der CSU natürlich auch immer gerne zur Kenntnis genommen wird. Und dann ist da immer die spannende Herausforderung und Frage, wie sich die Bundespolitiker, zum Beispiel der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil, der bei der SPD spricht, wie die sich schlagen in diesem bayerischen Schlagabtausch, dieser bayerischen Tradition des politischen Aschermittwoch. Da glänzt nicht unbedingt jeder. Und einige, die sind wahrscheinlich klug beraten, wenn sie es auch gar nicht erst versuchen, so in diesen heftigen Schlagabtausch einzusteigen, sondern eher sachlich zu bleiben, nicht so polemisch zuzuspitzen, wie Markus Söder das hier macht, wie man es von einem CSU-Politiker auch erwartet. Dankeschön. Achim Wendler in Passau.